Ja, von Torra hier, der Sportmann schlechthin. Ja, ja. Einstmal Radio Bremen, ne? Unter anderem bei der ARD, ja. Aber dann auch bei Sat 1. So ist es. Und bei Sport 1 mit dem Doppelpass. Ganz genau. Also ja. Von der Pike auf sozusagen immer dabei. Die ganze Palette durchmoderiert. Und mittlerweile ist ja deine Tochter schon in deine Fußstapfen getreten. Bist du stolz drauf? Ja, Gott sei Dank ist sie in meine Fußstapfen getreten. Ich bin schon wirklich sehr stolz als Papa. Zum einen, weil sie es sehr gut macht. Aber zum Zweiten, weil sie auch die Ochsentour gemacht hat. Sie hat wirklich nicht sich einfach nur vor eine Kamera gestellt und gesagt, ich kann moderieren, sondern sie hat das Geschäft von einem Pike auf gelernt. Erst mal ein Hochschulstudium gemacht an der Medienakademie, dann ein Volontariat gemacht und erst danach ist sie halt so langsam in ein Studio gekommen. Und weil sie von sich aus gesagt hat, ich will das ganze Geschäft richtig kennenlernen, bevor ich auf die große Bühne steige. Darum bin ich besonders stolz auf sie. Wunderbar. Und heute fallen wir ja jetzt 40 Jahre deutsches Privatfernsehen. Was hat sich aus deiner Sicht verändert zum normalen Öffentlich-Rechtlichen und heute und so wie es jetzt heute geworden ist, auch mit den ganzen Social Medias? Nein, wir durften es im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, als das Privatfernsehen anfing, ein bisschen lockerer gestalten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen war im Prinzip, ich sag mal, ein Stück weit konservativ. Da haben wir schon mal Schwung reingebracht. Ich kam ja vom öffentlich-rechtlichen. Genau. Und heute ist es aber, glaube ich, so, dass Social Media eher ja, dafür gemacht ist, dass Fernsehen so langsam bei jüngeren Leuten in Vergessenheit gerät. Also man guckt nicht mehr so viel Fernsehen. Das Fernsehen hat aber auch selbst Schuld dran. Und auch das Privatfernsehen, da bin ich ganz kritisch, weil die senden so viel Müll von irgendwelchen Auswanderern oder irgendwelchen Menschen, die mit der Kriminalpolizei in Kontakt gekommen sind. Diese Reality-Stars kann ich nicht ernst nehmen. Da sind wir Social-Media-Stars sogar noch lieber. Am liebsten nehmen wir aber die großen Fernsehstars wie auch in Gottschalk. Okay, und beim Öffentlich-Rechtlichen, da sieht man leider Gottes immer wieder zu viele Krimis. Wie findest du das? Das finde ich total in Ordnung, wenn die Quote stimmt, sage ich ganz ehrlich. Krimis sind beliebt ohne Ende, der Tatort hat 10 Millionen Zuschauer. Darauf kann man einfach nicht verzichten, weil der Konsument will das. Das ist absolut in Ordnung. Wenn aber bei Social Media irgendein Mensch 1 Million Follower hat, dann feiert er sich ohne Ende und merkt entweder nicht oder sagt es keinem, dass von dieser 1 Million Follower 900.000 zwischen 9 und 11 Jahren alt sind. Jetzt abschließend noch, dieses Jahr haben wir mal die Fußball-WM ausnahmsweise im Winter. Ja. Vorstellbar grundsätzlich, wie wirst du es verfolgen? Ist es für mich eigentlich sehr schwer vorzustellen, dass es im November und Dezember bis kurz vor Weihnachten stattfindet. Sagen wir es mal höflich. Ich werde dann aber an Bord eines Kreuzfahrtschiffes sein, nämlich des schönsten Kreuzfahrtschiffes der Welt, der MS Europa, und werde dort an Bord für die 450 Passagiere eine tägliche Talkshow machen zur Fußballweltmeisterschaft. Okay, dann wünschen wir dir dafür viel Erfolg, alles Gute. Sehr gerne. Und viel Gesundheit vor allen Dingen. Sehr gerne. Danke, ciao.